Der angeklagte Franzose, der seine Frau über Jahre hinweg mit Schlafmitteln betäubte und anderen Männern zur Vergewaltigung anbot, hat sich vor Gericht zu seinen Taten bekannt. Vor dem Gericht in Avignon sagte Dominique Pellicot, er sei ein Vergewaltiger, genau wie die anderen Männer im Raum. Dabei bezog er sich auf seine 50 Mitangeklagten, die ebenfalls vor Gericht stehen. Es war das erste Mal, dass der 71-Jährige in dem aufsehenerregenden Prozess zu den Taten befragt wurde. Seine Aussage hatte sich wegen gesundheitlicher Probleme mehrfach verzögert. Seine Ex-Frau Gisèle Pellicot hatte in der vergangenen Woche vor Gericht ausführlich geschildert, wie sie jahrelang unter unerklärlichen Gedächtnislücken und gynäkologischen Problemen litt. Erst später erfuhr sie, in welcher Weise sich ihr Mann an ihr verging. Dies wurde aufgedeckt, als ihr Mann wegen eines anderen Vergehens ins Visier der Justiz geriet und die Ermittler auf tausende Fotos und Videos von Vergewaltigungen der bewusstlosen Frau stießen.